Freunde, Cristiano Ronaldo will ja unbedingt wechseln, das wissen wir alle. Aber jetzt kam es im Trainingslager dazu, dass jemand dort schon die Nummer von Cristiano Ronaldo trug, und zwar die legendäre Nummer 7. Es handelt sich dabei um Diogo Dalot. Und der Außenverteidiger trug die Nummer und da wurde natürlich viel diskutiert. Aha, heißt das jetzt, dass er schon geht, dass man die schon weitergibt oder keine Ahnung? Und es scheint unwahrscheinlich, weil wenn wirklich Ronaldo geht, dann würde wahrscheinlich nicht ein Außenverteidiger die 7 bekommen, sondern eher ein Stürmer oder ein Offensivspieler. Und zudem muss man auch sagen, dass Ronaldo und Diogo Dalot sind gute Kumpels, ja, aus der portugiesischen Nationalmannschaft. Und andere sagen, er hat vielleicht die 7 getragen, um sogar ein Zeichen zu setzen für Cristiano Ronaldo. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird Ronaldo jetzt nicht sauer sein, dass mal kurz Dalot, wie gesagt, seine Nummer getragen hat. Dann wird er jetzt nicht ausrasten, hoffentlich nicht. Denn aktuell kocht der Beef ja ziemlich heiß bei Manchester United. Die Fronten sind sehr verhärtet und keiner weiß, wie es ausgeht. Ob Ronaldo bleiben wird oder nicht. Es könnte sogar sein, dass wenn er bleibt, dass dann ein Martial ihm den Platz im Sturm wegnimmt, weil der aktuell sich gut einspielt. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.